Hallo Freunde, heute gehen wir mal ein altbekanntes Problem an, und zwar den Spannungsregler im Kombi-Instrument beim T4, Vorbaujahr 96 wohlgemerkt. Und zwar kann das Auswirkungen haben auf die Tankanzeige und auf die Temperatur vom Bus. Falls ihr da irgendwie Probleme habt, könnt ihr das Video jetzt gerne nutzen, um euer Problem zu beheben. Und ansonsten wollte ich noch einmal ganz kurz anmerken, nächstes Wochenende bin ich in Wietzendorf auf dem Bulli-Treffen. Also falls jemand da ist oder so, schreibt mir gerne oder vielleicht sehen wir uns. Und viel Spaß beim Video jetzt. Hier sehen wir jetzt den Spannungsregler, und in den Lötstellen hier kann es vorkommen, dass eben die Risse entstehen, und hier sind sie sogar zu sehen im Auge. Das hat hervorragend geklappt, also die Tankanzeige funktioniert wieder einwandfrei, spinnt nicht mehr rum, und euch kann ich nur empfehlen, das auch mal zu versuchen. Wie einige von euch vielleicht wissen, ist Oscar Baujahr 97, und das Ganze sah natürlich auch nicht aus wie Oscar, sondern es war ein anderer Bus, ich habe einer Freundin geholfen, und das Ganze könnt ihr auch ausprobieren, falls ihr solche Probleme habt. Und ansonsten kauft ihr euch das Bauteil nochmal nach. Ich habe unten in die Videobeschreibung nochmal einen Link gepackt, kostet echt nur ein paar Euro. Und könnte euch vielleicht auch weiterhelfen. Und ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Also haut rein!